Heute geht es bei uns im Test um den neuen Duoton Slick. Neue Tücher und auch ein etwas tieferes Profil haben hier Einzug gehalten. Das Fronthandle ist hier immer noch etwas klein geraten, sodass die Nutzung mit Handschuhen insgesamt schwerer fällt. Sonst reicht es gerade so für große Hände. Getestet haben wir diesen Wing mit dem Miniboom Platinum. Der hat einen Durchmesser von 29 mm und mit dem Miniboom Platinum SLS. Dieser hat 26 mm und ist deutlich für alle Handgrößen besser und angenehmer und kraftsparender für die Unterarme zu greifen. Zum Be- und Entlüften gibt es hier das große Duoton Ein- und Auslassventil und ein separates Ablassventil für die Luft an der Mittelstrut. Der Schlauch vom One-Pump-System ist kurz gehalten und nur leicht gebogen. Dadurch geht das Entlüften auch sehr leicht. 8 PSI wird hier empfohlen. Zu den Variationen kommen wir noch zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Und wie bei allen Duoton Kites und Wings gibt es am Ende von einem Tipp nochmal ein Ablassventil, wer den Wing halt der Länge nach aufrollen möchte. Beim Panel Layout hat sich prinzipiell erstmal nichts verändert. Wir haben nur im Bereich der Struts, in der Mittelstrut und auch in der Fronttube etwas mehr Segmente. Von der Seite ist gut zu erkennen, dass hier das Profil insgesamt etwas tiefer geworden ist. Und auch bei der Tuchstraffung, also dem aktiven Leben in dem Tuch, wurden leichte Veränderungen vorgenommen. Die beiden mittleren Segmente der Fronttube sind aus einem sehr hochfesten Material. Der Rest der Fronttube ist ein hochfestes Dacron mit einer rechtwinkligen, zusätzlichen verstärkenden Struktur von dickeren Polyesterfäden. Im Bereich der Anströmkante wird beim Flugtuch mit einem Triple Ripstop Material gearbeitet, welches dann im weiteren Verlauf in ein Double Ripstop Material, also diesem Mod 3, ein auch wieder hochfestes Material, übergeht. Bei der Fensteranordnung und Größe hat sich hier nichts geändert zum Vorgängermodell. Beim SLS-Boom als kleine Anmerkung gibt es am Ende nochmal eine kleine Führung, damit hier das Gurtband nicht seitlich verrutschen kann. Zur Unterstützung gegen ein ungewolltes Flattern in der Abrisskante gibt es hier auf beiden Tippseiten jeweils zwei Kunststofflatten. Eventuelle Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit gummiertem Gewebe verstärkt. Die Fronttube ist mit einer Kedernaht mit zusätzlichem Webbing verschlossen und von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Die mittlere Strut ist mit einer Singlenaht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. In puncto Tuchstraffung ist das Ganze hier auch ein 1A-Produkt. Hier gibt es keinerlei überflüssige Fältchen oder Bahnen, die keinerlei Spannung aufweisen. In puncto Geometrie der Outline haben wir grundsätzlich keine wirklichen Änderungen festgestellt. Beim Handling an Land zeigt er sich sehr schön von Tipp zu Tipp ausbalanciert. Da die Lenkstange bis vorne an die Fronttube heranreicht, ist man aber schnell versucht, immer diese zu greifen, weil sich mit dieser Lenkstange wirklich der Wing einfach so handeln lässt und man diese Frontschlaufe zum Führen teilweise gerade auch beim Startvorgang so gut wie gar nicht benutzt. Und kommen wir gleich zum Anpumpvorgang und auch wie leicht es ist, mit dem Slick aufzusteigen aufs Foil. Hier zeigt sich ganz klar, die Rahmenkonstruktion ist wirklich absolut fest. Hier bewegt sich auch wie in diesen Bildern bei 6 PSI, nur ist wirklich sehr wenig. Bewegt sich der Rahmen so gut wie gar nicht, nur auf leichtem Raumschuttkurs wird hier angepumpt mit einer Auf- und Abbewegung. Das geht sehr schnell. In den nächsten Bildern ist der Slick mit 8 PSI aufgeblasen und es wird mehr nach vorne gearbeitet beim Pumpen und das Ganze auf einem nur leicht Raumen- bis Halbwindkurs, wo man sieht, hier ist das tiefere Profil doch wirklich essentiell, um sehr früh ins Fliegen zu kommen. Insgesamt gelingt dies mit dem neuen Slick durchgehend auch im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern sehr gut. Das neue Profil zieht immer ganz gleichmäßig aus der gesamten Fläche und hat damit im Vergleich zum Vorgängermodell
ein klein wenig die Nase hinten, wenn es um Ambient-Leistung geht. Da war der Vorgänger aber auch absolut mit Spitzenklasse. Da hat halt das Modell jetzt hier aufgrund der Änderungen minimal eingebüßt. Nichtsdestotrotz ist das Höhelaufen wirklich sehr einfach und entspannt. Eine Kombination aus mittleren bis schnellen Flügeln ist hier angebracht, um eine möglichst optimale Leistung liefern zu können. Der Sweet Spot ist mittlerweile sehr groß. Durch die erfolgten Änderungen haben wir hier ein sehr schönes Feedback auf der hinteren Hand, ein Überziehen. Der Trailing Edge ist aufgrund eines höheren Widerstandes nur mit wirklich Kraft und Gewollt möglich, aber passiert auf keinen Fall aus Versehen. Und auch die Anströmkante hat keinerlei Tendenz, über Gebühr nach Luft zu ziehen und liefert auch hier ein schönes Feedback, wie weit man von seiner Steuerung gehen kann. Dabei hat der Wing von seiner spielerischen Note und einem wirklich absolut perfekten Handling, was maximale Ausbalanciertheit angeht, nichts verloren im Vergleich auch zum Vorgänger, sondern nur durch das höhere Maß an Kontrolle hier einfach einen deutlich größeren Einsatzbereich auch vom Fahrkönnen geschaffen. Die Profil- und Druckpunktstabilität des Slick ist ganz ausgezeichnet. Auch wenn man hier mit gewissen PSI-Zahlen variieren kann, über 8 PSI muss man nicht wirklich gehen, auch bei viel Wind und auch bei schwereren Fahrern. Man kann bei so 6,5, 7 anfangen zu variieren und wird auch da schon feststellen, dass der Druckpunkt wirklich absolut und auch die Profilstabilität absolut ausgezeichnet ist. Die Steuerung des Slick ist absolut intuitiv und durchgehend leicht. Die Tip-to-Tip-Balance und auch die Balance der An- zur Abströmkante sind hier wirklich optimal gestaltet. Ob Tacks oder Halsen, alle Manöver sind hier wirklich gleichmäßig im Fluss und der Wing positioniert sich dabei fast gänzlich von alleine. Also er trägt sich auch in jeder Position, in jeder Anströmung wirklich immer selbst sehr, sehr gut. Dementsprechend sind hier insgesamt beim Handling auch geringe physische Kräfte notwendig. Man braucht wirklich keine große Kraft. Man kann ihn an der Frontschlaufe gut führen. Man kann aber auch genauso gut halt an der vorderen Position der Hand, an der Lenkstange, alle seine Manöver durchfahren und auch damit die Welle abreiten. Also die Variationsmöglichkeiten, die hier geboten werden, sind wirklich optimal. Aus dieser Kombination, die wirklich absolut harmonisch gestaltet ist, entsteht halt einfach wirklich jede Menge Spaß. Laut Duotone ist der Slick halt der Wing im Programm, der für Freestyle, also für Sprünge prädestiniert ist. Das kann man hundertprozentig unterstreichen. Eine hohe Geschwindigkeit, klar, immer Kombination mit einem geeigneten Flügel, der schön schnell ist und einen guten Pop ermöglicht. Und das in der Kombination mit dem Slick ergibt halt wirklich ausgezeichnete Sprungeigenschaften. Wir haben hier schnelle Rotationen, einfach aufgrund dieser optimalen, mittig ausgelegten Balance. Das ist einfach zu handeln. Wir haben ein sehr gutes Feedback auf der hinteren Hand. Also auch bei der Landung kann man hier hinten den Wing kaum überziehen. Also man bekommt insgesamt auch wirklich leicht sichere Landung. Das ist einerseits für den, der einsteigt in diesem Bereich, natürlich nicht unwichtig. Auf der anderen Seite braucht der Profi einfach logischerweise maximale Kontrolle, weil die Tricks, die heutzutage beim Wingfoilen gemacht werden, sind schon auch echt wild. Beim Einsatzbereich in der Welle sind wir jetzt deutlich auf die komfortablere Seite gewandelt im Vergleich zum Vorgängermodell. Wir haben hier diese Top-Balance, die wir für uns nutzen können. Wir haben wenig Widerstand gegen den Wind. Wir haben eine gute Führung über die Frontschlaufe, so wie am Anfang angemerkt, halt mit Handschuhen. Wird es aber immer von der Dimension immer noch ein bisschen knapp, könnte man noch mal ein bisschen
klein bisschen größer machen. Die Konsistenz und die Festigkeit ist allerdings gut. Und der Wing macht hier keinerlei Kapriolen, ist auch vom Schweben der Hinterkante, auch wenn man auf ihn zufährt, mit einer leichten Aufwärtsbewegung der Hand ganz einfach zu kontrollieren. Und ist eine wirklich einfache und leichte Veranstaltung. Gerade auch für unsere Bedingungen hier funktioniert der Slick auch beim Surfen einer Welle wirklich ganz ausgezeichnet. Und auch das Spiel halt zwischen dem Greifen einer Frontschlaufe oder dem Lenken an der vordersten Position der Lenkstange bei ganz kleinen Bedingungen, die wir bei uns ja auch häufiger haben, ist das ein absolutes Vergnügen. Der Slick ist ein ausgezeichneter Freeride Freestyle Wing, der genauso gut wie beim Freeriden auch in der Welle funktioniert. Viel Kontrolle, große Ausgewogenheit, völlig harmonisches und leichtes, einfaches Handling bestimmen hier das gesamte Gefühl dieses Wings. Alle Dinge, die wir beim Vorgängermodell moniert haben, wie einen zu kleinen Sweet Spot und etwas zu wenig Feedback auf der hinteren Hand, und ein zu schnelles, sensibles Überziehen, ist alles abgestellt. Wir haben jetzt hier ein sehr gutes Feedback auf der hinteren und auf der vorderen Hand. Man weiß ganz genau, okay, man nähert sich jetzt hier irgendwann dem kritischen Bereich. Aber das hat trotzdem von der gesamten spielerischen Seite des Wings dem Ganzen hier keine Verluste beigefügt. Und da wir im Bereich halt von Wings heutzutage mit Lenkstange auch in den sehr leichten Gewichtsbereichen angekommen sind, gibt es auch in puncto Nutzung in der Welle keine wirklichen Schwächen mehr hier. Es geht halt wirklich in dem Wesentlichen um das ausgewogene Profil, das halt möglichst neutrale Balance erzeugt, und das merkt man hier. Das ist das wirklich Wesentliche, das merkt man hier in jeder Sekunde, die man den Wing nutzt. Und die Optionen, die die Lenkstange, die durchgehende Lenkstange dabei zusätzlich bietet, auch gegenüber allen anderen Wings mit Griffen, macht es doch wirklich sehr attraktiv. Dank der einfach abzurufenden, wirklich guten Fahrleistung kann man diesen Wing definitiv auch dem absoluten Einsteiger empfehlen, da er genug Lift beim Start bietet und danach ein völlig neutrales Handling aufweist. Also vom Einsatzbereich, vom Einsteiger bis hin zum absoluten Profi ist das hier echt eine Empfehlung. Denn dieser Slick ist wirklich gut gelungen.